Okay. Probieren wir es doch noch mal. Hier hinten war die Munition. Die heben wir auf. Die brauchen wir bestimmt noch für den absoluten, ultimativen Endgegner. Fieses Leveldesign. Da kommen von beiden Seiten Steine. Ey, wie fies ist das denn? Okay, nochmal. Wo soll ich denn da hinrennen? Hier kommt halt direkt ein Fels. Aufheben. Nochmal speichern. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich es machen könnte. Ich muss mich einfach hier so hinstellen, dass ich da nicht... So, jetzt kann ich hier hochspringen. Nö, kann ich nicht. Aber wir haben schon mal einen von den Felsen blockiert. Kann ich von da wieder zurückspringen? Wahrscheinlich nicht. Da hoch komme ich auch nicht. Nee. Aber ich kann darüber springen und sterb direkt. Ah. Jetzt ist der Stein, der Fels hier hinten. Wie bekomme ich jetzt... Theoretisch müsste ich das aber packen. Ich hab eine Idee. Nee, das war so, das war nicht mein Plan, das war nicht mein Plan. Ach Mist. Ah. Ach Gott.
Okay, nochmal, nochmal. Irgendwie muss das doch gehen. Erstmal hierhin laufen. Speichern. Dann springe ich einfach mal darüber. Das war's? Ich darf mich einfach nur nicht hochziehen? Okay. Was ist hier? Wasser und Flammen. Aber ich speichere nochmal. Ich will mich erstmal hier in dem Wasser umgucken, ob da irgendwas Cooles drin liegt. Da sind überall Lava- und Magma-Einschlüsse, also wäre das Wasser hier gar nicht so gesund im realen Leben. Aber das ist ja Gott sei Dank Tomb Raider und nicht das reale Leben. Also können wir entspannt baden gehen. Aber das Level hier fährt jetzt nochmal alles auf, was einem so auf den Sack gehen könnte. Damit sich das irgendwie noch besser anfühlt, wenn man das Spiel geschafft hat irgendwann. Geht das Feuer auch mal aus wieder? Muss ich hier irgendwas Besonderes machen? Gibt es hier irgendwo einen Hebel oder sowas? Irgendwas, das ich übersehen habe? Nee, scheint nicht so. Ich irgendwas übersehen? Sich da durchspringen? Das ist doch ungesund. Ja. Das geht nicht aus, das Feuer. Muss ich doch da hoch? Aber da komme ich nicht hoch. Hier irgendwas übersehen jetzt. Speicher nochmal. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt so die Methode ist, mit der man das machen soll, aber es funktioniert. Und Medkit. Okay, was haben wir hier?
Alter. Ihr habt doch einen Arsch offen. Und ich hab's gepackt beim ersten Mal. Ein großes Medkit. Muni. Noch mehr Muni. Okay, das ist ein Secret. Wo muss ich jetzt... Wo muss ich jetzt hin? Alter, ich muss da ins Wasser springen. Wie soll ich denn das... Und ich habe nicht gespeichert. Ich habe nicht gespeichert. Ah, das ist doch... das tut doch weh. Floppy. Okay, wir brennen immer noch. Also nicht direkt ins Feuer springen, sondern so auf die Kante ist okay. Ach Mann. Okay, Medkit. Speichern. So, hier rüber. Alles aufheben. Muni brauchen wir auf jeden Fall für den Endgegner. Und dann nochmal speichern. Und gucken, dass wir da richtig springen. Das ist so... Alter Falter, das ist ja mal so richtig asoziales Level-Design. Wupp. Okay. Wir springen mal schon von da. Upp. Geklappt. Da ist nochmal Munition. Die holen wir uns. Und da geht's den Rachen hoch oder den Darm. Irgendwo jedenfalls. Irgendwas Fieses ist hier. Ich mach mal ganz kurz Pause, denn ich muss mal wohin und dann geht's weiter. Okay, weiter geht's. Ich speichere am besten lieber nochmal. Ich hab geladen. Ich Idiot hab geladen. Ich Idiot hab geladen. Ich Idiot hab geladen. Okay, aber ich hab's nochmal geschafft. Okay. Dann gleich speichern statt laden.
Okay, hier liegt eine Menge Muni. Also denke ich mal, dass wir inzwischen nah dran sind am Endgegner. Was gibt's denn hier Schönes? Oh, was ist das? Das, ist das eine fliegende Nattler? Das sieht aus wie eine fliegende Nattler. Schießt wie eine fliegende Nattler. Wo ist sie? Da ist sie. Ausweichen. Ah, okay, das war zeitgleich. Das gilt als unentschieden. Wo ist die Schlampe? Ich meine, die böse Frau. Wo ist sie? Da hinten ist sie. Wir haben sie. Großes Medkit? Hat hier irgendwas gedroppt? Nö. Okay. Dann können wir jetzt hier raus. Wirst du mich und meine Brut nicht los, Lara. Zweite Phase? Ja, das ist jetzt, tja, so machen es die Profis. Nicht, aber es hat funktioniert. Oh, da liegt noch mehr Muni. Da liegt noch mehr Muni. Die doch mal wieder? Ich weiß gerade gar nicht so recht, was ich jetzt hier machen soll. Wahrscheinlich da hochspringen. Okay, jetzt kann ich hier hoch. Könnte nochmal da oben hin, aber ich glaube, der Ausgang ist da. Ich laufe scheinbar im Kreis. Okay, jetzt bin ich auf dieser Plattform. Jetzt kann ich aber da hinten hinspringen. Und von hier dahin. Und dann darüber.
Wetten, hier kommt jetzt gleich nochmal ein Kügelchen. Nee, kein Fleischklops. Okay, wo komme ich jetzt hier hin? Von hier aus? Sollte ich da runterspringen? Da komme ich hier auf diese Plattform. Ah, da lang. Okay, da lang muss ich. Okay. Das sieht aus wie der Ausgang aus der Pyramide. Der Ausgang aus Atlantis raus. Die große Pyramide, abgeschlossen. Cool. War's das? Habe ich jetzt etwa wirklich Tomb Raider 1 durchgespielt? Fühlt sich gut an. Ich bin tatsächlich ein bisschen stolz auf mich. Okay, die Endcredits waren jetzt tatsächlich ein bisschen sehr antiklimatisch. Aber ich habe Tomb Raider 1 durchgespielt. Und ich bin richtig, richtig stolz auf mich. Das fühlt sich gut an. Weil es war kein einfaches Spiel. Ich weiß, man hätte es eleganter spielen können als ich in einigen Situationen, aber ich hab's gepackt. Und das heißt doch schon mal was. Also, lasst euch niemals sagen, dass ihr etwas nicht könnt. Wenn ich mit einer kaputten Hand dieses Spiel durchspielen kann, dann könnt ihr alles. Und ja, ich sag mal, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Und alles andere, was ihr so beim Tomb Raider Spielen steif haltet, das könnt ihr ruhig auch steif halten. Ist euch überlassen. Wir sehen uns. Ciao.